Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Omid Nuripur das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, UNIFIL operiert auf Wunsch von Israel und Libanon. Wir erinnern uns sehr gut, dass UNIFIL einen Krieg hat beenden können, damals im Jahr 2006. Und deshalb wird meine Fraktion diesem Einsatz zustimmen. Es ist erfreulich zu sehen, dass es jetzt eine ausgehandelte Waffenruhe gibt zwischen Israel und der Hamas. Wir hoffen sehr, dass diese Waffenruhe hält, im vollen Wissen, dass der Status quo nicht haltbar ist und sehr viel mehr passieren muss, damit wir eine belastbare Friedenslösung bekommen. Aber wir sehen gleichzeitig ja auch, dass die Beschüsse eben nicht nur aus Gaza kamen, des Staates Israel, sondern auch aus Libanon, und zwar von der Hisbollah, einer Organisation, einer Terrororganisation, die bis zu 200.000 Raketen oder auch mehr innehat, von denen wir wissen, dass sie immense Unterstützung auch bekommen vom Iran. Und auch deswegen ist es notwendig, sich dort zu engagieren, damit der Konflikt eben zwischen dem Staat Libanon und dem Staat Israel nicht weiter eskaliert. Allerdings ist es nicht nur die Bedrohung Israels, die von der Hisbollah ausgeht, und auch die aggressive Regionalpolitik der Hisbollah im Einklang mit dem Iran, beispielsweise in Syrien, sondern die Hisbollah hält die eigene Bevölkerung auch als Geisel. In ganz vielen Dimensionen sieht man das beispielsweise, dass sie nicht alleine, aber auch maßgeblich derzeit dazu beitragen, dass die Regierungsbildung im Lande verunmöglicht wird. Ein Symbol dieses Würgegriffs der Hisbollah, der eigenen Bevölkerung gegenüber, war der Künstler Lokman Slim, den ich mehrfach treffen durfte, der seit Jahren, selbst aus dem Süden Beiruts kommend, die Missstände anpries mit künstlerischen Aktionen, mit lauter und unglaublich mutiger Stimme immer wieder darauf hinwies, welche Verbrechen die Hisbollah begeht gegen die Menschen im Libanon. Lokman Slim wurde am 4. Februar erschossen. Er war 59 Jahre alt. Ruhe in Frieden. Und ich finde, seiner Familie, seiner Frau schulden wir wenigstens einen klaren Anruf und eine klare Forderung nach einer unabhängigen Aufklärung dieses Mordes. Denn die Justiz, dass es Gerechtigkeit gibt, ist das Mindeste, was wir an dieser Stelle einfordern müssen. Aber es gibt viele andere Symbole in diesem Land. Es ist gerade auch vom Staatsminister dankenswerterweise darauf hingewiesen worden, dass das Symbol dessen, dass das Land am Abgrunde steht, der Hafen ist von Beirut, wirtschaftlich unglaublich wichtig. Aber auch diese Explosion ist weit davon entfernt, aufgeklärt zu werden. Wir wissen, haben eine feste Vorstellung. Wir wissen aber nicht hundertprozentig, wie es kommen konnte, dass so viele verschiedene Stellen im Staat versagt haben, damit die Chemikalien dort einfach so lange liegen bleiben können, bis es zur Katastrophe kommt. Der Libanon ist am Abgrund, politisch, wirtschaftlich, 40% Arbeitslosigkeit, 85% und mehr Währungsverfall. 90% der über 1 Million syrischen Flüchtlinge brauchen humanitäre Hilfe, 75% der gesamten Bevölkerung. Und auch Covid grassiert auf dramatische Art und Weise. In dieser multiplen Krise, bei all dem Versagen der politischen Eliten des Landes, ist es notwendig, alles dafür zu tun, damit das Vertrauen der Menschen in der Staatlichkeit wächst. UNIFIL trägt auch mit der Ausbildungsmission einen wesentlichen Beitrag dazu. Das ist eine ganz schwierige und langwierige Mission. Und deswegen aber, weil Libanon genau diesen Staatsaufbau braucht und weil die Menschen verdient haben, dass wir ihnen beistehen, damit sie ihr Vertrauen in ihre Staatlichkeit auch zurückgewinnen können, ist diese Mission richtig. Und wir stimmen ihr zu. Das Wort hat der Kollege Markus Grün.